Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Spooky VF und es geht weiter mit Heldenrunde Band 1, das Spukschloss, Part 2. Das Schloss lag in der Dunkelheit und wurde von dichtem Nebel umgeben. Es ragte bis zu den Wolken, so schien es, und es ging ein bedrohliches Gefühl von ihm aus. Der eiskalte Wind peitschte in unsere Gesichter. Das Gebäude wurde zwischen einem Burggraben erbaut und die riesige Zugbrücke war verschlossen. Sturmböen wehten durch die Bäume und gaben gespenstische Laute von sich. Mir klatschte der jetzt wieder einsetzende Regen ins Gesicht. Ich konnte durch das Licht, das der Vollmond ausstrahlte, drei Wächter vorm Schloss erkennen. Es waren Skelette. Sie trugen rostige Schwerter bei sich. Matthias zog ein Fernglas und legte sich in einen Graben. Er sagte: Greift ihr die Skelette schon mal an. Ich gebe euch Rückendeckung. Wir nickten und schlichen uns zu den Gerippen. Ich wollte diese Schergen des Bösen nicht unterschätzen, denn obwohl diese keine besonders hohe Intelligenz besaßen, konnten sie zu einer tödlichen Gefahr werden. Auf dem Weg zu den Monstern dachte ich wieder an meine Vermutung, die sich durch die Knochengerippe als Wächter des Schlosses verstärkte. Denn die Hinweise deuteten bisher alle auf meine Befürchtungen hin. Jetzt waren die Skelette schon nah vor uns. Ich erkannte, dass einem der Wächter die halbe Schädeldecke fehlte. Die drei entdeckten uns und griffen sofort an. Da fiel auch schon eines auseinander. Es wurde von einem Pfeil getroffen. Konrad schwang den Wundenschläger und schlug auf das andere Skelett ein. Doch dieses wehrte die Angriffe geschickt mit seinem Rostschwert ab und konterte direkt. Das verdreckte Schwert traf Konrads Schulter und Blut sickerte aus der Wunde. Konrad zog sich ein paar Meter zurück. Florian schnellte sofort nach vorne und schmetterte dem Skelett mit dem Morgenstern die Rippen aus dem Leib. Das Gerippe guckte verwundert und krachte dann zusammen. Das Letzte versuchte sich verzweifelt gegen meine Schwertattacken zu verteidigen, aber schon nach 10 Sekunden trennte ich dem Wächter den Kopf vom knöchernen Körper. Sofort fragte ich Konrad: Ist alles okay? Er nickte und meinte: Die Wunde ist nicht so schlimm. Aber wie kommen wir über den Graben ins Schloss? Ich überlegte kurz. Dann zuckte ich mit den Schultern. Erst jetzt wurde mir klar, dass es keine Chance gab, um ins Schloss zu kommen. Matthias kam und rief: Was jetzt? Ist unser Abenteuer hier schon zu Ende? Weiß nicht, quetschte Max durch seine Lippen. Es war 12:15, also fast Mitternacht, und der grelle Mond hatte nun seine höchste Position eingenommen. Da hörten wir ein lautes, in die Länge gezogenes Heulen. Max rief: Wow, Leute, ich habe einen Stein gefunden, der hellgrün glitzert. Cool, meinten wir alle, außer Florian. Er erklärte: Das ist ein Stein des Guten. Er gibt den Leuten ein Herz, die vom Bösen überfallen wurden, und denen, in denen das Böse sitzt. Wir staunten und er lächelte. Habe mich eine Zeit lang für Steine interessiert. Max war glücklich und hing sich den Stein an eine Kette um den Hals. Er meinte: Das ist ab sofort mein Glücksbringer. Da ertönte das schaurige Heulen wieder. Es wiederholte sich und kam immer näher an unsere Ohren. Und plötzlich konnten wir ihn sehen. Einen Werwolf. Er stand auf der Lichtung. Das Tier ähnelte einem normalen Wolf, außer dass es auf zwei Beinen stand und unnatürlich groß war. Er sprang nun in großen Schritten auf uns zu, das Maul war weit aufgerissen und die spitzen gelblichen Zähne sahen sehr bedrohlich aus. Die zerrissene Kleidung flatterte im Wind. Der Unhold sprang auf Max zu. Der hielt sich den Spiegelschild vor den Körper, um sich von der Attacke zu schützen. Doch der Werwolf rammte so fest gegen das Schild, dass er Max zu Boden stieß. Er schlug mit seinem Krallen auf den am Boden liegenden ein und dann senkte er seine Schnauze. Plötzlich sank das Tier zu Boden. Max rief schnell: Er ist tot! Ja, das war er. Wirklich, und er wurde von einem Silberpfeil durchbohrt. Ich fragte mich nur, wer diesen Pfeil abgeschossen hatte. Meine Freunde waren genauso verwundert und ich fragte: Max, ist alles in Ordnung? Ja, es geht so. Ich bin nur ein wenig verwundet. Von dem Biss, den er davongetragen hatte, wollte er uns noch nichts verraten. Nun war es Mitternacht. Und wir standen am Schlossgraben. Plötzlich ertönte ein lautes Knarren, das durch den ganzen Wald echote. Da krachte die Zugbrücke zu Boden, der Weg zum Schloss war freigelegt. Wir betraten die Brücke und schritten langsam in Richtung düsteres Schloss, als ich hinter uns schwere Schritte vernahm.
Jason, Michael und Ingo verfolgten uns und sahen uns zu, wie wir mit dem Baumhirten sprachen. Jason sagte: Wahnsinn, entsprechender Baum. Das ist ja der reine Wahnsinn. Dann wurden sie Zeugen eines höllischen Geschehnisses. Ein paar monströse Wesen schossen auf die 5 Leute los und es gab ein kleines Gemetzel, in dem die Geschöpfe den Kürzeren zogen. Nun stellten die 3 Verfolger fest, dass die Jungs vor ihnen ein prächtiges Schwert als Dank bekamen. Sie wanderten weiter und nach kurzer Zeit erreichten sie eine Lichtung. Nun stockte den 3 der Atem. Sie sahen ein riesiges Schloss, das gespenstisch im Mondlicht glänzte. Aber da waren auch noch die 3 Wächter. Es waren keine normalen Wächter, sondern schreckliche Skelette. Sie trugen kurze, rostige Schwerter. Jetzt begann der Kampf. Auch in diesem Gefecht zogen die bösen Monster den Kürzeren. Ingo vernahm ein langgezogenes, gruseliges Heulen. Er jammerte: Oh nein, nicht schon wieder. Wo kommen die ganzen Monster nur her? Wie auf Stichwort rannte eine riesengroße Bestie aus dem Wald. Sie ähnelte einem Wolf, doch das Tier war grauenerregend groß und hatte Riesenzähne. Dieses fletschte und der Sabber lief ihm aus der langen Schnauze. Es war ein Werwolf und er griff einen der Abenteurer an. Sie kämpften kurz und Michael deutete zum Waldrand. Seine Freunde guckten zu der Stelle, auf die Michael zeigte. Dort stand ein komisches Geschöpf, halb Pferd, halb Mensch. Der Oberkörper war menschlichen Ursprungs und der Unterkörper gehörte einem Pferd. Das Wesen hielt einen Bogen und schoss einen Pfeil in Richtung Abenteurer. Ab und dann galoppierte es zurück in den dunklen Wald. Jason erklärte, das war ein Zentau. Ich kenne diese Arten. Los, gehen wir zum Schloss. Die 3 gingen los. Doch ahnten sie noch nicht, was sie erwarten sollte. Und auch nicht, dass nur einer von ihnen dieses Abenteuer überleben würde. Ich drehte mich um und sah 3 menschliche Wesen. Ich fragte: Wer seid ihr? Einer von ihnen antwortete: Wir sind 3 Abenteurer und wir wollen euch begleiten. Nehmt ihr uns mit? Sie stellten sich als Jason, Michael und Ingo vor. Wir stimmten zu und stellten uns den anderen vor. Danach gingen wir, nun zu 8, weiter. Das Schlosstor stand offen und wir konnten eintreten. Uns erwartete ein dunkler Raum, in dem es sehr ruhig war, zu ruhig. Es war kein einziges Geräusch zu hören und mir lief es eiskalt über den Rücken. Die Dunkelheit machte mich nervös und deswegen zündete ich eine meiner beiden Fackeln an. Das Licht erhellte den Raum und so konnten wir uns gut umschauen. Ich erkannte, dass wir uns in einer großen Eingangshalle befanden. In ihr hingen überall Spinnenweben, die uns umgaben und so dicht und so dick waren, dass sie unsere Sicht behinderten. Ich brannte sie mit dem Feuer der Fackel nieder. Es gab ein prickelndes Geräusch und nun konnte ich mir die ganze Halle angucken und da sah ich 2 glänzende Eisenstatuen. Eine hielt eine doppelseitige Axt und die andere ein Zweihänder in der Hand. Es waren riesige Stücke, die ein finsteres Gesicht aus Eisen hatten. Ich rief: Das sind Eisenprinze! Meine Freunde gaben mir recht, ja. Hoffentlich erwachen sie nicht zum Leben. Kaum hatten sie diese Worte ausgesprochen, kam eine Bewegung in die Statuen. Sie erhoben sich und richteten ihre Waffe auf uns. Dann gingen sie langsam und bedrohlich auf uns zu. Der eine Eisenprinz hob seine Waffe, die doppelseitige Axt, über seinen Kopf und schwang sie durch die Luft. Matthias schoss einen Pfeil gegen den Kopf der lebenden Statue. Der Pfeil prallte blattgedrückt ab und fiel zu Boden. Max schrie: Hier sind 2 Türen, am besten teilen wir uns in 2 Gruppen auf. Denn Kämpfen bringt uns nur den Tod. Alles klar. Ich teilte uns auf. Die erste Gruppe geht durch die rechte Tür. Zur ersten Gruppe gehören Max, Michael, Ingo und ich. Zur zweiten Florian, Konrad, Matthias und Jason. Ihr geht durch die linke Tür, erklärte ich, und die anderen gehorchten meinen Anweisungen. Wir wischen geschickt den Hieben der Eisenprinzen aus und traten durch die Tür. So kamen wir in einen riesengroßen Saal, in dem überall Bücherregale mit alten, staubigen Büchern standen. Es war die Bibliothek. Max fragte: Was machen wir jetzt? Hier scheint es nicht mehr weiterzugehen. Ich antwortete: Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist hier irgendwo ein Geheimweg, der zu einem anderen Raum führt. Da können wir lang suchen. Der Saal ist ja riesig, erwiderte Michael. Da fiel etwas zu Boden. Ich erschrak und mir stockte der Atem, als ich um die Ecke schaute. Ich sah nichts außer ein Buch, das auf dem Boden lag. Ich dachte zuerst, dass dieses Buch das Geräusch verursacht hatte. Doch damit lag ich falsch. Mir stieg plötzlich ein starker Modergeruch in die Nase und ich musste husten. Der Gestank war schrecklich und da sah ich sie, 2 Juju-Zombies. Sie sahen fürchterlich aus. Sie hatten einen dünnen Körper, ein böses Gesicht und lange knochige Finger.
Sie trugen zerrissene Kleider, die halb verwest waren. Würmer krabbelten durch ihren Körper und bohrten sich auch mal aus dem Bauch heraus. Max wusste genau wie ich, dass Juju-Zombies sehr beweglich waren, im Gegensatz zu den normalen Zombies, die bei ihren Bewegungen fast einschliefen. Also mussten wir schnell kämpfen. Dazu zog Max seinen Dolch und ich mein Kurzschwert. Ingo und Michael zogen auch ihre Dolche, doch sie gingen eher außer Reichweite, während wir uns mit den Ausgeburten der Hölle abmühten. Sie griffen uns an und rissen Wunden in unsere Körper. Mein Arm blutete schon ziemlich heftig, als ich mit dem Schwert ausholte und dem Wesen den Kopf abhackte. Es gab einen dumpfen Laut, als das Haupt des Geschöpfes auf den Boden knallte. Und dann gab es den nächsten dumpfen Knall, als der Körper aufschlug. Der andere Zombie warf sich mir an den Hals. Ich konnte mich losschütteln und sah aus dem Augenwinkel, dass der Zombie direkt nach Max griff und jetzt ihm am Hals hing. Ich konnte nichts tun, es wäre ein zu großes Risiko gewesen, denn ich hätte auch meinen Freund treffen können. Aber er konnte sich selbst befreien. Er stach dem stinkenden Untoten den Dolch in den Magen und befreite sich mit einer Drehung aus dem Griff des Juju-Zombies. Nun zog Max seinen Zweihänder und stach zu. Er stieß es durch das Herz des Zombies und das Schwert trat aus dem Rücken des Monsters heraus. Es krisch noch einmal auf und klappte dann zusammen. Und da dachte ich schon, dass wir alles hinter uns hatten, Doch dann richtete sich der kopflose Zombie wieder auf und drückte mir mit seinen halbverwesten Händen die Kehle zu. Eigentlich wäre das ein lustiges Bild. Ein Typ ohne Kopf will mich erwürgen, aber die Sache war todernst. Ich konnte mir die lebende Leiche nicht vom Hals halten, sie drückte immer fester zu und mir blieb schon fast die Luft weg. Es wurde immer schlimmer. Ich war kurz vorm Ersticken, als Ingo kam und dem Zombie den Rest gab. Er schob ihm den Dolch in die Rippen und das Geschöpf des Bösen sackte zusammen. Nun war es ganz und für immer tot. Jedoch war die Gefahr noch nicht gebannt. Es gab noch einen dritten Zombie, den wir noch nicht gesehen hatten. Er sprang von einem Bücherregal direkt auf Ingo und riss ihn zu Boden. Er biss in den Hals des Menschen, ich reagierte zu spät. Als ich den Zombie von Ingo wegriss, quoll schon sehr viel Blut aus seinem Hals. Ich schubste das Wesen der Hölle gegen ein Bücherregal, das sofort umfiel. Es gab eine Kettenreaktion in der Bibliothek, herrschte das Chaos. Ich zog die Streitaxt, denn mit der konnte ich den Juju-Zombie mit Sicherheit erledigen. Ich wollte nicht schon wieder fast ersticken, also schwang ich die Axt durch die Luft und spaltete den Kopf des Gegners in zwei. Dann schlug ich ihm die Waffe in den Körper und stieß ihn zu Boden. Er stand nicht wieder auf. Sofort eilte ich zu Ingo. Er röchelte noch ein paar Sekunden, dann riss er seine Augen weit auf und blieb stumm und bewegungslos liegen. Ich fasste an seine Hauptschlagader. Er war tot. Ich schloss ihm die Augen, gab Michael den Dolch von Ingo und sagte, das hätte nicht sein müssen. Wenn wir doch nur besser aufgepasst hätten. Max schritt entsetzt durch den Raum und rief, Scheiße, wie viele werden heute in diesem Schloss noch sterben? Michael fluchte, Mist, diese elenden Mistviecher. Da fiel mir plötzlich etwas ins Auge. Ich ging zu einem umgefallenen Regal und tatsächlich fand ich dort etwas. Dort, wo dieses Regal eben noch gestanden hat, war jetzt ein schmales, rundes Loch im Boden. Ich würde gerade so durchpassen, dachte ich mir. Ich machte die beiden auf das Loch aufmerksam. Max staunte nicht schlecht und auch Michael war ziemlich überrascht. Ich packte mein Seil aus und befestigte es an einer Schelle, die an der Wand hing. Dann begann ich herunterzuklettern. Fortsetzung folgt.